Das waren jetzt, wir haben ja die Hüftaktivierungssachen gemacht. 4 Übungen, Clamshells, Hüftabduktion, Hüftkreisen und die Extension-Flexion-Übung. Und für den Bereich Schulter einmal die Brustwirbelsäule mobilisiert. Und das wäre eigentlich der Klassiker, Brustwirbelsäule mobilisieren und dann die Übung T. Dieses Schwimmen und dieses Wandgleiten, das sind einfach Übungen, die könnten das ersetzen. Aber wenn man Brustwirbelsäule mobilisiert und diese Übung T, dann hat man schon viel für den Bereich Schulter gemacht. Wenn man das halt jedes Mal im Warm-up halt macht, dann hat man schon mindestens die Hälfte der Schulterproblematiken, erschlägt man damit schon, wenn nicht sogar schon viel mehr. Okay? Gut. Übungen, also generell 1 bis 2 Übungen aus diesem Bereich. Ja, wenn man Clamshells 8 Wiederholungen macht, Hüftabduktion, dann reicht das schon. 8 Wiederholungen von der einen, von der anderen, fertig. Dauert nicht mal eine Minute und hat man die Muskulatur schon aktiviert. Das heißt, man braucht da keine 4 Übungen machen oder ein paar Durchgänge, sondern wirklich knackig. Zwei Sätze, 8 Wiederholungen, reicht auch eine Übung. Also man braucht da gar nicht so viel machen.